Mein Name ist Martin Herrmann, ich bin hier Küchenchef im Hotel Dollenberg. Wir haben ein Gourmet-Restaurant, das hat 2 Sterne, im Guide Michelin. Und wir werden heute machen ein Reh mit Sellerie-Püree, Steinpilze und einem Grießknödel. So, Chef Martin Herrmann will prepare our current main dish in our 2-Michelin-Star restaurant, the Pavillon. He starts off with a deer, which will be served with a celery puree and a knödel. Wir salzen das Reh und haben ein spezielles Wildgewürz mit Koriander. Dann haben wir Thymian, Rosmarin, Wacholderbeeren, Lorbeerblätter. Und da wird das Reh drin mariniert und angebraten. Basically, we season it before we sear it with hand. We use salt in our signature style dry rub we use for that. It's got thyme in it, bay leaf, and a couple of other ingredients. So, wir schieben das dann in den Backofen. Bei 90 Grad, circa 10 Minuten. So, dann braten wir die Steinpilze an. Mushrooms. Die schalten auf. Und mal eine Karotte dazu. Und etwas Thymian. Und noch Pfeffermühle dahinter stehen. Fertig, das braten wir dann noch mal an in der Pfanne. So, unser Reh ist dann gebraten. Dann können wir schon anrichten. Wir haben ein Selleriepüree dazu. Ne, schützt du? Sag du, erklär du. Ein Selleriepüree. We got a celery puree, which is basically only celery cooked in butter and its own juices.
some dots in there. Then we have our knödel, some peace knödel, topped with a bit of panko and orange crumble. We have the mushrooms. And then we add some berry puree, but gel. Genau. Dann haben wir ein Püree gemacht mit Preiselbeeren. Dann schneiden wir unser Knödel auf. Fertig ist das Gericht. Ein Rehrücken, typisch mit einem Grießknödel, Selleriepüree und Steinpilzen.